Wie viel Rakaat hat das Tarawih-Gebet? Jedes Jahr gibt es Diskussion. Schaut mal, beim Thema Tarawih-Gebet, wie viel Rakaat beten wir beten wir oder andere? Zunächst einmal, es gibt eine authentische Überlieferung im Muwatta von Imam Malik, von unserer Mutter Aisha radiallahu anha, wird das überliefert, wo sie nach dem Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Ramadan gefragt wurde. Und sie sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi shahri Ramadana wa la fi ghayrihi ala 11 Rak'a. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat weder im Monat Ramadan noch zu anderen Zeiten mehr als 11 Rak'at gebetet. 11 Rak'at gebetet, also 8 quasi Gebetseinheiten plus Schäfer und Witr. Das ist die Interpretation dazu. Und das ist erstmal die persönliche Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Wenn wir aber vom Tarawih-Gebet in der Gemeinschaft beten, dann ist es ja nichts, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf diese Art und Weise vollzogen hat, wie es heute oder später von den rechtgeleiteten Kalifen vollzogen wurde. Denn es ist eine Bid'a Hasana, in dem Sinne eine gute eingeführte Praxis von Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, der damit begonnen hat. Dies wurde von Uthman ibn Affan weitergeführt, von Ali ibn Abi Talib, und sie haben 20 Rak'at gebetet. Und was jetzt die meisten der 4 Schulen getan haben, ist, sie haben sich auf die Praxis dieser Gefährten gestützt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Allgemeinen uns dazu aufruft, der Praxis seiner Gefährten zu folgen. Das heißt, bei den Hanafiten, bei den Schafi'iten und den Hanbaliten besteht das Tarawih-Gebet aus 20 Gebetseinheiten. Bei den Malikiten sind es 36. Warum? Weil sie haben das, was man in 20 Rak'at normalerweise rezitiert, auf 36 verteilt. Das heißt, die Gebetseinheiten an sich wurden kürzer. Und als in Medina, die Gelehrten von Medina 36 gebetet haben, wurde in Mekka 20 gebetet, aber sie haben noch zwischendurch Tawaf gemacht, weil sie an der Kaaba waren. Das heißt, man hat versucht, das auszugleichen vom Pensum her. Und keiner hat hier den anderen kritisiert, warum betet ihr 20, warum betet ihr 36? So. Das heißt, das ist aus malikitischer Sicht auch das wichtig zu erwähnen. Keine Frage von Rak'at eigentlich. Also wie viel genau müssen wir beten? Dann nur dann ist Tarawih oder ähnlich. Nein, Tarawih habe ich schon mit der Absicht für Tarawih mit 2 Gebetseinheiten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt nach der Überlieferung beim Muwatta auch im Weiteren, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer im Monat Ramadan freiwillig betet, aus vollem Iman heraus und der Hoffnung auf den Lohn dafür, dem werden alle seine Sünden von vorher vergeben. Das heißt, es geht darum, in der Nacht freiwillig zu beten. Wie viel Rak'at das im Genauen sind, heute in unserem Kontext, liebe Geschwister, ob eine Moschee 12 oder 13 betet, ob in einer anderen Moschee 20. Alhamdulillah, ich habe von einigen unserer Mashayikh gehört, dass sie bei sich noch 36 praktizieren. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Man betet mit der Gemeinschaft und beendet das Tarawih-Gebet und hat inshallah den Lohn für den Tarawih. Die Diskussion jedes Jahr, die es gibt, die machen tatsächlich keinen Sinn. So, es ist wichtig, dass wir verstehen, was ist Tarawih und wie verrichten wir Tarawih. Und dann bitten wir, dass Allah Ta'ala von allen annimmt, inshallah. Barakallahu fikum.